Je kaputter die Marktwirtschaft, desto mehr Kriege. Von Norbert Nelte. Internationale Sozialisten. Wer hätte während des Vietnamkrieges gedacht, dass wir heute 2013 gleichzeitig 4 bis 5 Kriege haben und es werden immer mehr. Je größer die Zusammensetzung des Kapitals ist, ist nicht nur die durchschnittliche Profitrate gefallen, sondern nehmen auch die Staatsschulden zu und die Kriege. Das hat mehrere Gründe. Erstens verlieren die Staaten immer mehr profitable Branchen und begeben sich auf direkten Raub von Rohstoffen, wie es manchmal auch direkt zugegeben wird. So zum Beispiel von Ex-Kriegsminister Strzok am 11.04.2004 aus einem Redemanuskript laut Monitor 2006 zum zweiten Weißbuch. Moral und Geschichte reichen sicherlich nicht aus, um in jedem Einzelfall über Europas sicherheitspolitisches Engagement zu entscheiden. Andere Faktoren müssen hinzukommen. Punkt, Punkt, Punkt. Dazu gehören auch Punkt, Punkt, Punkt der Schutz der Energie- und Rohstoffversorgung. Peter Strzok, 9.11.2004. Zweitens, allein nur die Rüstungsindustrie kann ein Land wieder aus der Rezession holen. Bei der Krise 1929 halfen auch keine Konjunkturprogramme. Die wurden auch damals vergeblich angewendet. Nur durch die Zerstörung der Industrieanlagen im Zweiten Weltkrieg konnte die Wirtschaft weltweit wieder von vorne anfangen. Und so war das mit dem Deutsch-Französischen Krieg und dem Ersten Weltkrieg genauso. Eine Ausnahme bildete 1982. Hier erreichte der Genscher Kohl Putsch zusammen mit einer massiven Lohnkürzung bessere Wirtschaftswachstumsraten und einen kurzen Anstieg der Profitraten, die 2013 schon wieder in der Produktion knapp über Null liegt. Der Warenkorb bei dem Durchschnittslohn der Arbeiter wurde aber seitdem auch nicht mehr voller. Allein die Rüstungsindustrie war in Deutschland 2012 die letzte Boombranche. Link 1. Durch den Irakkrieg konnte das Bruttosozialprodukt in den USA um 2% gesteigert werden. Der Afghanistan-Krieg, Somalia- und Gaza-Krieg, der Drohnenkrieg in Pakistan, der Syrien, der Libyen und der Mali-Krieg. Sie alle aber zeigen, dass durch die ganzen Einzelkriege keine weiteren BIP-Steigerungen mehr erreicht wurden. Dass also letztlich für eine grundsätzliche Entschuldung ein Weltkrieg notwendig wäre. Aber natürlich würden die hohe Kapitalzusammensetzung sowie die inzwischen nach China weltweit kapitalisierten und verstopften Märkte einer solchen Politik nicht wieder zu einem wirtschaftlichen Neuanfang führen. Ein Weltkrieg im Atomzeitalter würde die ganze Menschheit 32 Mal auslöschen. Also ist eine Entschuldung im Kapitalismus nie mehr möglich. Nie mehr wird es eine ausgeglichene Marktwirtschaft geben. Das geht nur noch mit einer wirklichen Plangesellschaft von unten. Der Krieg gegen Afghanistan wurde von Bush dann erklärt, nachdem der Einkaufsmanager-Index schon seit 1,5 Jahren gefallen war. Link 2. Er ist der frühere Indikator und kündigte schon ein halbes Jahr vorher an, wo das Bruttoinlandsprodukt sich hinentwickeln wird. Dieser Index fiel also erst und dann kam der Angriff auf Afghanistan. Nicht umgekehrt, wie es immer wieder kolportiert wird. Erst nach dem Fall des Einkaufsmanager-Index kam die prachtvolle Inszenierung.
Da war bestimmt ein guter Hollywood-Drehbuchautor zugange. Der reinste Spionagereise war das. Wir sehen das Bruttoinlandsprodukt in Klammern GDP, Orangenkurve, hielt sich durch den Krieg mehr oberhalb von dem EMI-Index blau. 2009 fielen dann beide in den Keller und noch tiefer als vor dem Afghanistan-Krieg. Trotz noch eines zweiten Krieges gegen den Irak, 2013 steht er schon wieder auch bei 45, wie vor dem Angriff auf Afghanistan und hat den Keller von 2009 bald wieder erreicht. Drittens, ein Krieg lässt sich gut zur Ablenkung von der Krise benutzen. Dem Feind wird schnell die Schuld für die hohen Schulden untergeschoben, wie das ja mit dem Afghanistan-Krieg und dem Einkaufsmanager-Index schon passiert ist. Aus all diesen Gründen werden jetzt bei der hohen Verschuldung der Industriestaaten die Kriege weiter zunehmen. Ein Krieg muss ja schon allein deshalb geführt werden, um die Waffen zu testen. Es sind gerade die alten Industriestaaten in Europa, den Vereinigten Staaten und Japan, die die hohen Schulden haben von 100 bis weit über 200% vom Bruttoinlandsprodukt. Sie retteten damit hauptsächlich ihre großen Banken und internationalen Konzerne, weil eben in den alten Industriestaaten in der Produktion die Profitraten schon weit unter dem Finanzmarktzinssatz lagen, mussten die Banken über ihre Fonds für die internationalen Konzerne 90% von deren Profite erwirtschaften. Das galt nicht so sehr für Australien und Kanada, da hier die hauptsächlichen Profite mit Rohstoffen erzielt werden und hier die durchschnittliche Profitrate lange nicht so gefallen ist wie in den alten produzierenden Industriestaaten. Für die Banken und Konzerne mussten die alten Industriestaaten letztlich in der Hauptsache das Geld aufbringen. Dafür haben die Staaten sich derart verschuldet, nicht für die Sozialhilfe und für die Renten. Das Zentrale ist tatsächlich die Regulierung des Bankensystems und dass es aufhören muss, dass der Steuerzahler für die Banken haftet. Weil Spanien ist doch nicht wegen zu hoher sozialer Leistungen in diese Schulden reingekommen. Spanien ist in diese Verschuldung reingekommen nach einer mustergültigen Schuldenquote von 40%, die sie hatten vor der Krise, weil sie die Banken gerettet haben. Und diese Bankenretterei geht weiter. Auch Italien hat ja jetzt ein Problem, zumindest mit einer sehr großen Bank. Wir haben in Irland diese ganze Staatsverschuldungskrise nur wegen der Bankenkrise. Die Banken werden sicher auch deshalb unterstützt, weil sie sich vertraglich verpflichtet haben, bei jeder Ausgabe 0,5% der Staatsanleihen zur Deckung der Haushaltsschulden zu kaufen. Aber haben deshalb zum Beispiel 2010 die Hypo Real Estate und die WestLB 232,2 Milliarden bekommen. Bei einer Haushaltsschuld von nur 4,1% oder 44 Milliarden. Nein, nein, da geht es um mehr. Die Banken werden hauptsächlich deshalb gerettet, damit sie den Konzernen ihre ausgebliebenen Gewinne zu 90% über ihre Fonds kompensieren können. Inzwischen hat die Verbraucherinflation in den Vereinigten Staaten schon inoffiziell um die 10% erreicht, auf 1980er Basis. Link 3. In Europa gut um die 5,8%. Link 4. Offiziell liegen die Indizes natürlich viel niedriger, da sie hedonisch aufgeblasen und mit falscher Warenkorbgewichtung berechnet werden. Link 5. Entsprechend sind die Wachstumsindizes falsch ausgewiesen worden, da ja das nominale BIP, Link 6, noch um den Preisindex geteilt wird, um das neue reale BIP mit dem alten vergleichen zu können. Das heißt,
dass das Wirtschaftswachstümchen von 0,5% in Deutschland in 2012 in Wirklichkeit schon eine leichte Rezession war. Offiziell war das BIP im vierten Quartal schon um 0,6% geschrumpft. Link 7. Auch die Schulden von Deutschland betragen schon viel mehr als die angegebenen 81,5%. Es fehlen einfach die Schulden der Banken-Bailouts, der Finanzmarktstabilisierung, SOFIN, Link 8. Die gehören aber auch zu den öffentlichen Schulden, werden aber erst ab 2015 wieder dazu gezählt. Auch die Refinanzierungskosten, Link 9, sind bei den Schulden des Statistischen Bundesamtes nicht ausgewiesen worden. Rechnet man diese Beträge noch hinzu, kommen wir inzwischen leicht über 100%. Noch schlimmer sieht es im übrigen Europa, Amerika und Japan aus. In China rechnet man spätestens 2015 mit einem Platzen der Immobilienblase. 64 Millionen Wohnungen stehen dort schon leer. Dazu wird dann das Platzen der Schattenbankenblase hinzukommen. 2 Billionen Dollar verwalten die Schattenbanken. Jeden Monat flüchten 10.000 reiche Chinesen nach Kanada. Link 10. Dort steht aber auch eine Immobilienblase vor dem Platzen. Das ganze System besteht aus Blasen. So zum Beispiel der ESM. Kein müder Euro ist darin. Und es zogen die tapferen Schneiderlein mit einer riesigen Luftpumpe nach Brüssel und pumpten den großen ESM so voll, dass er in den Himmel aufstieg. Alle Investoren vor ihm niederknieten und ein Halleluja das Firmament erfüllte. Großer Zardos, der du uns errettest, wir werden dir folgen. Und es geschah aber nach der Zeit, sie nannten es Wahl, als die ersten ihr Geld von den griechischen oder spanischen Staatsanleihen zurückhaben wollten. Aber da fanden sie in Zardos nur Luft und Waffen. Oh je, wenn sie das entdecken, werden alle Zinsen für die Staatsanleihen in den Himmel steigen. Dann wird eine Blase nach der anderen platzen. Die gefälschten Schulden, das gefälschte BIP, die gefälschte Inflation, das Gelddrucken und, und. Am Ende wird das Jahr 2013 in vielen Gebieten so aussehen wie heute in Griechenland. Aber noch kaufen manche Chinesen die dicken deutschen Autos. Aber wenn dann etwa ab 2015 die Immobilien- und Schattenbankenblasen in China platzen, werden die alten Industriestaaten sich zur Vorhölle verwandeln, in der die Menschen übereinander herfallen. Wohl diese Länder, in der schon heute wie in Spanien, Griechenland, Argentinien oder Ägypten, in Frankreich, Italien, Tunesien, Libyen oder Israel die Arbeitermassen ihrer herrschenden Klassen davonjagen werden. Die herrschende Elite wird dann ihre Macht schwanken sehen und alles versuchen, von der Krise mit allen Mitteln abzulenken. Das macht sie schon seit 10 Jahren für das Kapital sehr erfolgreich. Weiter mit, je kaputter die Marktwirtschaft, umso mehr Kriege. Teil 2.